Willkommen zurück bei Let's Play GTA Online und bei der Doom heißt DLC, natürlich auch schwer schalten. Weiß ob es so einfach. Und ja, sozusagen, jetzt geht's los. Jetzt klauen wir ein wunderschönes Geschützauto nochmal. Ein neues. Naja, das kann lustig werden. Ja, und natürlich mit, ja, mit ein paar speziellen Waffen. So, Insert ein Pickup, behalte ich. Ich bald nicht gut, das war richtig so. Ja, wie gesagt, ehrlich, noch ein paar Raubüberfälle, dann haben wir es geschafft. 3 Stück insgesamt doch. Jetzt sind es wirklich schon 3 Stück danach. Grüßt. Ich will den verfickten Magierrad rein. Ja, das ist das Finale. Das große Finale. Tripod ausschalten. Und ich empfehle euch, schwere Panzerung, die das schwere Panzerungsoutfit zu tragen. Wenn ich's hätte, würde ich's tragen. Das kannst du gerade nicht ausziehen, Rio. Los geht's! Okay, den hat schön gedreht. Wieso fällt die Spiel mit dem Verderben losgehen? Er geht. Let den. Da ist ein Patriot erstmal. Okay. Ey, das Observatorium muss ich sagen. Von meiner Base ist Observatorium gar nicht so mal so weit. Ja. Lässt du wie jetzt bei manch anderen. Wer mir die Basen so anguckt. Double Action Revolver. Okay. Habt ihr das gehört, was alles dabei war? Was hast du gesagt? Also. Ich höre letzter schon gar nicht mehr zu. Ja, ich auch nicht. Granatwerfer Minigun. Wer ist Lester? Ja, genau. Alzheimer. Nein, was ist das? Du machst Verdrängung. Wer ist als Kind zu häufig auf den Kopf getatzt? Und hier. Die Eltern haben ihn aus dem dritten Stock geworfen, aber keiner hat ihn gefangen. Sagen wir so. Dreimal hochgeschmissen, überhaupt nicht aufgefangen. Ja, wie gesagt, aus dem dritten Stock. Wow! Ah, sorry. So, gut. Habe ich dich jetzt überfahren gehabt? Nee, ne? Nein, aber ganz klar. Da vorne sind sie gleich. Snipest du? Ja, schon schießen auf die. Einer kümmert sich um die Karabe, wir kümmern uns um die Begleithelis. Also Begleithelis, das wieder uns sind. Der Cargo-Bot muss überleben, ne? Der Cargo-Bot muss sterben. Okay. Er muss down. Okay. Wir müssen das Geschütz klauen. Also der Cargo-Bot, der... Der muss überleben. Der muss, der muss sterben. Fahren wir jetzt das Fahrzeug, oder was? Ja, das Fahrzeug muss jetzt fahren. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Das ist so ein Viersitzer dann, ja. Holt sich das gerade jeder? Ja, das ist ein Viersitzer. Noch einer beim Geschütz? Komm mal bitte her. Komm mal bitte zurück. Hier, bitte mitfahren. Deck ist Spottgeschütz. Das ist lustig. Ach, Granatwerfer. Ja.
Das ist ein Granatwerfer. Ja, das ist schon ordentlich lustig. Aber warum haben die so eine schöne Farbe? Ja, weil die. Der Typ ist auch nicht gerade besser. Die sind voll die Popo-Piraten jetzt. Ja, das ist taktisch sehr wertvoll. Fahr zurück, fahr zurück. Gebanzung mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, wir müssen ständig fahren, weißt du, sonst kriegen wir zu viel Schaden. Ja, genau, fahr die Richtung lang. Ja, das ist schon klar. Fahr den Tunnel da lang. Die Walküre, die war das schnellste weg, der legt mich am Arsch. Ich dachte eigentlich hinten am Geschütz ist nicht los, aber... Was? Gib mal ein Gas, ich kann die Walküre nicht abschießen. Oh! Au! Alter, was ist da jetzt los? Ich bin runtergefallen. Mein Sterb. Bist du? Ich bin rausgefallen aus dem Auto. Sowas, hä? Wer fährt denn? Ja, da kann ich nichts dafür. Wo ist die Walküre? Da. Jetzt hab ich den blöden Granatenwerfer. Vorsicht, ich fahren, dass er den umkippt. Ja. Du kannst schon werden. Raketenwerfer. Aber wer fährt denn da, hey? Ich fahr nicht, ich schieß bloß daneben. So. Jetzt geht doch runter, du scheiß Walküre. Ist Walküre jetzt down? Nein, die fliegt noch. Jetzt ist immer. Na, so schlecht ist die Grammar aber doch auch nicht, oder? Wow! Schlechte Mission! Mein Chef. So. Warum fährst du die Straße da lang? Warum bist du nicht fertig gelaufen? Was? Warum ist er nicht den Feldweg gefahren? Ich weiß auch nicht. Ja, das Ding lässt sich nicht besonders gut fahren, ne? Alter. Ja, au. Ja, voll. Aua. Echt, nee, also wenn wir das Ding in der Mission fahren müssen, ich fahre da nicht. Das nee, wir fahren den Panzer. Wir nehmen den Panzer. Wir nehmen den Panzer dafür. Ja, Panzer. Ey, ich hoffe es auch, weil das Ding lässt sich so scheiße fahren, Mann. Naja, aber ich habe das Gefühl, dass sich die ganzen neuen Fahrzeuge überholen, wie alle, oder? Ja, schon geil. So, jetzt da vorne bitte ohne Schießen jetzt. Wir müssen ja das abgeben. Das Teil jetzt. Ja, jetzt verfolgt uns eh keiner mehr. Doch, wir müssen jetzt schießen, da vorne, da musst du schießen. Lust, Alter, ich hab's vergessen. Was müssen wir jetzt machen? Halt die Babuschka auf! Fahr doch vor mit Granatwerfer. Ja. Jetzt kannst du schießen. Ja, wo, wie? Ja, jetzt. Da hinten hin. Fahr nicht so weit hin. Fahr nicht so weit, fahr, lass rechts und so. Das hat schon eine Reichweite. Wenn Panzerung ausgeht, sagt's Bescheid, ne? Ja, ich bin gerade schon am Auffüllen. Okay. Theoretisch könnte man es auch querstellen. Ja, wäre logisch. Könnte ich mit dem MG das aber. Nicht das, da könntest du wenigstens was machen. Das bringt nichts bei mir, überhaupt nichts. Ich treffe gar nichts mehr. Steig ein. So leicht reicht schon aus. Das reicht schon so aus. Steig ein. Reicht so. Okay, gut, jetzt war's ja schon fast. Ja, überhaupt nichts treffen. Oh, ja. Erst was denn abgeben. Gut. Das Auto ist echt scheiße. Ja. Da kann man nichts sagen. Ah, verblutet, oh Gott. Ja, Felix haben wir es geschafft. Ja. Nein, erst kommt der Helikopter. Helikopter.
Da hat er geschafft, so komm. Was ist denn? Der Weg ist so nicht so. Mir war die Yui bloß auf unserer Seite mal lieber, um ehrlich zu sein. Alter. Ja, die. Es ist nicht so easy zu fahren, das Ding. Kannst du dir schon vorstellen, dass das nicht so leise ist? Ja, man sieht es auch vom Fahrverhalten her. Ja. Boah. Schwierig. Wenn er zu tunen geht, braucht er. Also wenn er getunt werden kann, braucht er definitiv eins. Steifes Fahrwerk. Du bist Ah, scheiße. Die Bremsen verbessert. Das ist eigentlich nicht gut, alles verbessert werden. Jetzt, ja, die Lenkung ist. Jetzt muss ich aber deine schießen, nicht, dass er jemanden trifft. Entschuldigung. Das sind welche? Nicht schießen. Ja, ist schon klar. So, danke. So. Wir haben es geschafft. Na gut, wie gesagt, das war's für diese Vorbereitung. Wir sehen uns bei der nächsten natürlich wieder. Auf den Daumen nach oben würde ich mich gerne freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.